Hallo, wir sind Seniorenzentrum Uzil und wollen euch jetzt unsere drei Lehrberufe vorstellen. Hallo zusammen, ich bin Sajid Moment als Fachmann Gesundheit im zweiten Lehrjahr. Meine Haupttätigkeiten sind Bewohner bei der Körperpflege unterstützen, wir führen medizinische Verrichtungen aus sowie Medikamente verabreichen und schreiben Verlaufsberichte. Wir begleiten Bewohnenden bei der Aufgabe im Alltag. Wir arbeiten eng mit den Angehörigen und Bewohnenden zusammen. Ich bin Lia Gubler, bin Koch EFZ im zweiten Lehrjahr und du warst in der warmen Küche, kalten Küche sowie in der Patisserie tätig. Meine Haupttätigkeiten sind Rüsten. In der warmen Küche kochen wir jeden Tag für etwa 250 Leute, für das Personal wie für die Bewohner. Wir haben halt einfach sehr gute Arbeitszeiten. Das heisst, ich arbeite nie länger als bis um 4 Uhr oder bis um 6 Uhr. Ich arbeite nur selten am Wochenende. Im Vergleich zu einem normalen Koch habe ich ziemlich geregelte Arbeitszeiten. Mein Name ist Liridona Schala. Ich mache die Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich arbeite in der internen Wäscherei. Zudem gehört, ich tue die Wäsche zusammenlegen. Ich tue bügeln, tue die Wäschmaschine füllen und leeren. Ich tue auch die Zimmer der Bewohner reinigen. Also punktuell, wie entsorgen, versorgen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch jetzt.